Ich denke, wir können immer noch davon sprechen, dass wir eine große Medienvielfalt haben, dass wir eine große Presselandschaft haben, dass wir auch immer noch sehr hohe Qualitätsstandards haben und dass wir durch das Internet eine noch weitere Meinungsvielfalt bekommen haben. Das ist natürlich sehr zu begrüßen und das ist auch, bietet auch enorme Chancen für die Zukunft. Und natürlich gibt es einige Verlage, die krebsen ganz schön rum. Gerade im lokalen Bereich haben Verlage extreme Probleme. Darüber muss man auch diskutieren, wie können wir diese Vielfältigkeit der Medien erhalten, wie können wir die ins digitale Zeitalter sozusagen mitnehmen und welche Weichenstellungen müssen wir jetzt stellen, damit Journalismus zukünftig eben noch bezahlbar ist. Haben wir Zeit, um richtig zu recherchieren beispielsweise oder nicht? Und wenn ja, wie funktioniert das beispielsweise mit neuen Geschäftsmodellen? Müssen wir die entwickeln? Es wird viel darüber gesprochen, ob Crowdfunding zum Beispiel eine Möglichkeit ist, wo Geld gesammelt wird, um dann Recherchen zu machen für einen Artikel oder für ein journalistisches Werk. Oder brauchen wir eine andere Struktur beispielsweise, um Journalisten zu fördern, die Themen vielleicht machen, die nicht so dem Mainstream entsprechen. Also investigative Geschichten brauchen einfach viel Zeit, viel Recherchemöglichkeiten. Wir haben immer die Position vertreten, der öffentlich-rechtliche Rundfunk braucht eine dritte Säule im Internet oder mit dem Internet. Und deshalb ist es wichtig, dass er sich dahin auch entwickeln kann, weil die Entwicklung ins Netz ist da und ich denke, alles wäre veraltet und antiquiert, darüber nachzudenken, ob man die Grenzen immer noch so ziehen kann zwischen Presse hier und Rundfunk, Fernsehen, Hörfunk auf der anderen Seite. Und das Internet ist dann ein Medium, wo die alten Strukturen noch erhalten bleiben. Die Frage ist, wollen wir als Gesellschaft gewährleisten und wollen wir das als öffentliches Gut unabhängig finanzierten Journalismus? Und wenn wir diesen wollen und auch akzeptieren, dass das ein öffentliches Gut ist und dass der eben auch unabhängig finanziert ist, eben durch beispielsweise unsere Gebühren oder Abgaben, dann ist es auch richtig, ihn ins Internet zu stellen. Ja, das ist die große Herausforderung. Wir haben ganz große Player, die international großes Gewicht haben, die eine Marktmacht haben und an die man mit nationalem Recht nicht wirklich rankommt. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, da eine internationale Anstrengung auch voranzubringen. Und diese Auseinandersetzung wird uns zukünftig noch viel stärker betreffen. Wir brauchen eine Netzneutralität. Wir müssen sicherstellen, dass wir das Netz immer noch sehr freiheitlich nutzen können, dass eben alle Zugang haben zu dem Netz und ich möchte nicht abgehängt werden aufgrund von irgendwelchen Vereinbarungen anderer Konzerne, die halt eine bessere und schnellere Übertragung beispielsweise gewährleisten. Das bringt mich selber in einen Nachteil und das ist nicht Idee des Netzes. Aber es wird unglaublich schwierig sein, dort auch die Grenzen zu ziehen, weil das ja eine große Marktmacht ist. Ja, und wirtschaftliche Interessen dahinter stehen, gegen die man dann auch richtig und gemeinsam aufbegehren muss. Also die Diskussion um Vorratsdatenspeicherung, um ACTA zeigt ja, dass es ein großes Bedürfnis gibt, die Möglichkeiten des Netzes auch nicht einzuschränken. Und eine Vorratsdatenspeicherung, die anlasslos ist, halten wir für überhaupt nicht akzeptabel. Wenn es einen Anlass gibt, muss es Mechanismen geben können, um auch Rechtsdurchsetzung, beispielsweise in Urheberrechtsverletzungen oder so zu tun. Wir wollen, dass Journalisten beispielsweise auch von ihrer Arbeit leben können. Wir brauchen dann aber auch die Möglichkeit, dass es Gelder gibt, die dieses finanzieren. Und diese Vergütung müssen wir auch irgendwo generieren. Ja? Und alles kostenfrei zur Verfügung zu stellen, funktioniert nun mal nicht, weil guter Journalismus kostet Geld. Aber unverhältnismäßige Verfolgung im Internet oder beispielsweise eine Three-Strikes-
Regelung, wie sie in Frankreich herrscht, dass tatsächlich der Internetzugang beispielsweise abgekappt wird oder dass bei Datentransporten geguckt wird, was wird denn da transportiert oder dass nachverfolgt wird, auf welchen Webseiten ich gesurft habe. Das ist, denke ich, und da ist auch unsere Fraktion sehr einig, ein zu großer Einschnitt in unsere Bürgerrechte und da sollten wir auch dafür sorgen, dass das nicht kommt.